Okay, spielen wir jetzt mal ein kleines Spiel. Ich sag euch etwas über eine Person und ihr versucht zu erraten, wen ich meine. Erster Hinweis, er ist Österreicher. Nein! Nein, 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 nicht der. Zweiter Hinweis, er ist wahnsinnig bekannt als Politiker. Nein! Immer noch nicht. Wir reden von Arnold Schwarzenegger. Vergiss es. Denn er hat in seiner, könnte man sagen, guten Zeit einige wirkliche filmische Meisterwerke gemacht. Von Terminator über Predator und natürlich den zweitbesten Film aller Zeiten, Phantomkommando. Aber jetzt muss er natürlich wieder zurückkehren auf die Leinwand. Weil bitte ganz ehrlich, jeder Film mit Arnie ist einfach besser als jeder Film ohne Arnie. Außer wenn er sich als Unterstützung keinen besseren als Johnny Knoxville findet und einen Film aufs Parkett legt, der mehr oder weniger eine herzlich peinliche Mischung aus schlechter Action und vor allem platter Komödie ist. Ja, wir reden von The Last Stand, einem Film, den es aber exklusiv bei Zavi auch in einem limitierten Blu-ray-Steelbook gegeben hat, wo als Backcover mehr oder weniger das Motiv von Arnie verwendet wurde, das es auf das deutsche Steelbook vorne drauf geschafft hat. Ja, ich habe natürlich das Hero Pack mit Sheriff Stern auch zu Hause, aber ich wollte dieses Zavi Steelbook auch haben. Damals habe ich ja bei Zavi quasi noch gekauft, aber ich fand dieses Artwork einfach immer schon genial. Was ich nämlich vor allem relativ cool finde, ist etwas, das wir hier besonders deutlich sehen. Ja, es handelt sich zwar um ein weitestgehend hochglanzgefinischtes Steelbook, wäre natürlich geiler gewesen, wenn es das nicht wäre, aber es handelt sich um ein Steelbook, das im Hintergrund nicht einfach nur den metallischen Steelbook-Effekt verwendet, sondern eben in, könnte man sagen, ganz, ganz wachem Weiß oder Grau grundiert ist. Erkennt man eben daran, dass bestimmte Bildelemente, wie eben hier die Waffen, auch eben die drei Waffen auf der rechten Seite, gar nicht grundiert wurden. Eben hier der metallische Steelbook-Effekt wirklich durchkommt, im Gegensatz zum Rest vom Cover, wo der nur so ein kleines bisschen durchschimmert. Dafür allerdings ist das Motiv kräftig, ist großartig gezeichnet, ist mehr oder weniger ein wirklich schickes Mondo-Artwork. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut und wurde eben auch ganz gut hier in Szene gesetzt für dieses Steelbook. Was eben interessant ist, wenn man das Ganze so hält, sieht es gar nicht mehr nach Weiß aus, sondern eben nach einem ganz dezenten Blau, was sich dann aber ein klein wenig eben mit der weißen Erscheinung hier auf diesem Quarter-Slip-Back-Karton-Blatt sonst was schlägt, aber sieht eigentlich gar nicht einmal so schlecht aus. Auf dem eigentlichen Steelbook-Backcover dann eben das Bild von Arnie, das wir eben auch hier auf dem Backcover haben, beziehungsweise das wir auch auf dem deutschen Steelbook haben. Ich würde das jetzt ganz gerne zum Vergleich holen, kann euch allerdings nur darauf vertrösten, dass es auf meinem Kanal sicher ein separates Video gibt, wo ihr euch dieses Steelbook anschauen könnt, weil ich komme dort jetzt nicht hin. Aber es ist hier auf dem britischen Steelbook ganz nett aufbereitet. Was mir eben ganz besonders gut gefällt, ist, wie dieser Metallic-Effekt hier mit dem Hintergrund beziehungsweise auch mit einzelnen Bildelementen wie dem Sheriff-Stern spielt. Wobei natürlich es mir persönlich besser gefallen hätte, würden das Front- und Backcover etwas besser zusammenpassen, beziehungsweise wäre das Steelbook nicht Hochglanz. Und natürlich ganz besonders hätte man das Innenartwork in Farbe gemacht, weil so finde ich gerade bei diesem Film sticht sich einfach dieses Schwarz-Weiß-Innen-Artwork extrem mit der in Farbe und bunt gehaltenen Disc. Hier außerdem ein relativ cooles Bild von Arnie drauf und dann im eigentlichen Innen-Artwork von dem Steelbook, was man wahrscheinlich gar nicht einmal so gut erkennen kann, ein, sagen wir einmal, nur mäßig cooles Artwork, weil natürlich Arnold Schwarzenegger ist cool für zwei, aber daneben steht Johnny Knoxville und schaut schon hier so nervig aus, wie er es den ganzen Film hindurch tut. Nein, das war definitiv kein Film, der mir unbedingt gut gefallen hat. Es war aber auch, muss man wirklich sagen, kein absoluter Rohrkrepierer. Hier ein durchaus gelungenes Steelbook, wobei man meiner Meinung nach aus diesem Frontcover und generell aus dem Film noch wesentlich mehr machen hätte können.